Willkommen Leute zu einer weiteren Folge in Fallout 76 Rocky Mille wieder mal am Start für euch. Und ich habe hier einen Guide, in dem ich euch zeige, wie ihr schnell, effizient Fusionskerne herstellen bzw. erfarmen könnt. Bevor ich mit den verschiedenen Punkten anfangen will, also ich habe vier Punkte bzw. vier Möglichkeiten, diese herzustellen und zu erfahren. Und ich fange dann auch mit der besten an und gehe hoch mit der, ja, ich sag mal nicht schlechtesten, sondern für mich persönlich am wenigsten effizientesten Methode. Jedoch meiner Meinung nach immer noch die vier besten Methoden. Bevor wir damit anfangen, zuerst die herkömmliche Art an Fusionskerne zu kommen, ist natürlich sie herzustellen an der Laborstation unter Energiemunition. Findet ihr sie dann und ihr seht rechts, sie benötigt verschiedene reine Fluxe für einen einzigen Fusionskern. Quasi von jeder Art Flux einmal ein. Und das ist natürlich sehr teuer. Ja. Ich habe sogar den Munitionsschmied, die Perk-Karte Munitionsschmied ausgerüstet, die ja beinhaltet, dass ihr 80% mehr der hergestellten Munition bekommt und Fusionskerne fällt unter die Rubrik Munition, da ihr sie ja auch als Munition theoretisch für den Gatling Laser benutzen könnt oder das Ultrazit Gatling Laser. Tja, und 80% sind nun mal nicht 100%, denn erst 100% wäre doppelt so viel, sprich zwei Fusionskerne. Besitzt ihr aber den legendären Skill, die Waffenfabrik, ich zeige sie euch mal ganz kurz. So sieht sie aus. Viele von euch kennen sie. Wenn ihr die auf Max-Level habt und ausgerüstet natürlich, noch dazu den Munitionsschmied, die Perk-Karte, dann bekommt ihr tatsächlich vier Fusionskerne für die gleichen Materialien, wie ihr gerade eben gesehen habt auf der rechten Seite. Dann würde es sich meiner Meinung nach schon lohnen, wenn ihr natürlich diese Fluxe habt. Aber kommen wir jetzt zu den Methoden, die ich persönlich meist benutze und der Meinung bin, diese sind die besten. Und wie ich würde sagen, wir fangen auch mit Nummer 1 an. Und dazu müssen wir an die Werkbank. Und unter schwere Waffen findet ihr auch das Gatling Laser. Und ihr könnt es auf Stufe 25, 35, 45 herstellen. Wir werden es auf Stufe 25 herstellen. Wir benötigen dazu auch den Meisterwissenschaftler auf Rang 1. Ich würde euch aber raten, wie ich auch den Profiwissenschaftler auszurüsten, denn das senkt die Kosten für die Herstellung der Waffe. Und wieso wollen wir einen Gatling-Laser herstellen? Sobald ihr eins herstellt, bekommt ihr automatisch einen vollen Fusionskern dazu gratis. Wenn ihr natürlich auch super duper ausgerüstet habt und dann auch super duper greift und ihr im Prinzip zwei von diesen Waffen herstellt, dann bekommt ihr auch zwei Fusionskerne. Und das könnt ihr immer und immer wieder machen. Dazu benötigt ihr aber natürlich die Materialien, die ihr auf der rechten Seite habt. Ich habe meistens immer diese Materialien parat. Deswegen ist es so, für mich der schnellste Weg, kurz an die Waffenwerkbank das Gatling Laser herstellen, diese dann auch wieder zu verwerten, denn dann kriegt ihr natürlich auch Materialien wieder zurück. Klar, nicht alle, aber viele, den Wiederverwerter auch als Perk-Karte benutzen, um noch mehr Materialien zurückzubekommen. Und so könnt ihr das dann immer und immer wieder machen. Habt ihr diese Materialien aber nicht, dann gibt es natürlich noch eine weitere Möglichkeit, Fusionskerne herzustellen. Die zweitbeste Möglichkeit, recht schnell an Fusionskerne heranzukommen, ist, verschiedene Kraftwerke in Appalachia zu übernehmen. Ihr seht, ich bin gerade dabei, eins zu übernehmen, und zwar das Kraftwerk Thunder Mountain. Dann gibt es ja natürlich auch noch hier das Kraftwerk Mononga, oder ganz links auf der Karte müsste es noch das Kraftwerk Poseidon geben. Wenn ihr diese Kraftwerke übernimmt bzw. beansprucht, dann könnt ihr dort Fusionskerne herstellen lassen. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Ich kümmere mich nur kurz um die Feinde hier. So, und nachdem ich die Gegner besiegt habe, könnt ihr die Werkstatt beanspruchen. Das dauert nur einen ganz kleinen Augenblick. Jetzt müsst ihr nur noch
in diesen Kraftwerken den Fusionskernprozessor finden. Ich weiß ungefähr, wo er steht, jetzt hier an diesem Kraftwerk. Und zwar so sieht er aus. Ja, wenn ich rangehe, Fusionskernprozessor, sobald die Werkstatt übernommen ist, könnt ihr diesen mit Energie versorgen und er stellt euch dann ungefähr alle 20 Minuten drei volle Fusionskerne her. Also so ungefähr 7 Minuten ein Fusionskern. Es deckt nur bis drei Stück, das heißt nach 20 Minuten ungefähr müsst ihr diese abholen, damit sie wieder neu hergestellt werden können. Und das könnt ihr an jeder Werkstatt herstellen, Entschuldigung, nicht an jeder Werkstatt, in jedem Kraftwerk herstellen. Wie gesagt, es gibt drei Stück. Habt ihr gleich alle drei beansprucht, kriegt ihr im Prinzip alle 20 Minuten, wenn ihr sie abholt, neun Fusionskerne volle. Also wirklich gute Sache. Ich kann euch kurz zeigen, auch wie das aussieht. Wir gehen kurz in den Baumodus. Ganz normal wie bei euch im Camp. Und unter Energie müssten wir ja generieren. Nee, Entschuldigung, unter Generatoren und dort am besten einen Fusionsgenerator bauen, denn ihr benötigt 100 Energie, um diesen Prozessor zu betreiben. Diesen dann hinstellen, jetzt bin ich aus dem Baumenü raus, auszusehen, und dann nur noch verbinden. Zack, er ist mit Strom versorgt, ihr seht, er läuft schon und dann alle 7 Minuten stellt euch ein Fusionskern her. Stackt, wie gesagt, bis dreimal. Falls ihr noch keinen Fusionsgenerator habt, um direkt 100 Energie zu liefern, dann könnt ihr ihn erwerben, also einen Bauplan für den Fusionsgenerator, entweder in Station Watoga oder auch hier in Comden Park bei den Händlerbots. Ich glaube, der Bauplan ist sogar mit gewissem Charisma unter 200 Kronkorken wert, also er ist auch nicht teuer. Gut, das wäre die zweite Variante. Kommen wir jetzt zur dritten. Und in dieser Variante könnt ihr euren Fusionskern auch aufladen lassen. Bedeutet, wenn ihr einen verbrauchten Fusionskern habt und einen mit sehr wenig Energie, dann müsst ihr euch nur in einer Power-Rüstung befinden und den legendären Skill Stromabsorption ausgerüstet haben. Es reicht schon auf Rang 1. Natürlich wird es viel schneller gehen, wenn ihr ihn auf Rang 4 habt, also auf Max-Level. Und der beinhaltet, dass ihr eine Chance habt, dass, wenn ihr Energieschaden erleidet, euer Fusionskern in der Power-Rüstung aufgeladen wird. Hier steht auch, dass eure Gesundheit wiederhergestellt wird, aber meist verbraucht ihr oder erleidet ihr mehr Schaden, als dass ihr Gesundheit wiederherstellt. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Gegner, die Energieschaden zufügen. Ich würde euch raten, ihr seht, ich bin hier vorhin auch gestorben, ich war im falschen Bild. In Tigard Wasseraufbereitung findet ihr viele Befreierbots, die verursachen jetzt auch nicht so riesigen Schaden, aber hauptsächlich oder nur Energieschaden und dort können wir das dann testen. Ich würde euch auch raten, zwei Power-Rüstungen mitzunehmen, damit ihr zwischen diesen immer switcht. Und so dann die Möglichkeit im Prinzip habt, während ihr euch in der einen Rüstung befindet, die eine auszupacken und dort auch den Fusionskern zu wechseln. Also in meinem Fall, ich habe jetzt schon einen Fusionskern in der Power-Rüstung, der volle Energie habt. Ihr müsst natürlich auch schauen, dass ihr ein Bild habt, ein Tanky-Bild. Ich habe jetzt kein Tanky-Bild, damit ihr auch nicht so viel Lebensenergie verbraucht und ständig ein Stimpack benutzen müsst. Gut, ihr nehmt dann eure andere Power-Rüstung, setzt dort einen Fusionskern an. Ich habe hier einen, der komplett ausverbraucht ist. Geht dann aus meiner Power-Rüstung und steigt dann in die andere Power-Rüstung. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, wie sich die Energie unten links des Fusionskerns aufladen wird. Wie gesagt, das dauert natürlich etwas länger, da ich den legendären Skill nur auf Rang 1 habe. Auf Rang 4 geht das alles noch doppelt so schnell. Aber ihr seht, es funktioniert. Ab und zu, wenn sie mich treffen, bekomme ich dann Fusionskernenergie zurück und dieses Spiel könnt ihr dann die ganze Zeit machen, falls ihr eine Menge Fusionskerne habt, die verbraucht sind. Gut,
Dann gehen wir über zur vierten Variante. Ihr könnt natürlich auch die Fusionskerne erfarmen, indem ihr in ganz Appalachia welche findet. Ihr findet sie in Fusionsgeneratoren, die überall rumstehen, und auch in Powerrüstungen, in leerstehenden Powerrüsten, die niemandem gehört, also kein Spieler, der sie gerade hingestellt hat. Jedoch sind die Fusionskerne in der Powerrüstung nur auf 25% aufgeladen und die in den Fusionsgeneratoren auf 50%. Aber mit der dritten Variante, die ich euch aufgezeigt habe, mit der Powerrüstung, den legendären Skill, könnt ihr diese ja dann ganz aufladen. So, das sind meiner Meinung nach die besten Varianten, wie ihr schnell und effizient auf jeden Fall an solche Fusionskerne rankommt. Falls ihr einen Guide braucht, wo ihr Fusionsgeneratoren und Powerrüstungen findet, schreibt es in die Kommentare. Falls viele Anfragen da sind, werde ich dazu auch mal ein Guide hochladen. Ihr könnt natürlich auch Fusionskerne noch kaufen per Kronkorken in Widespring Bunker zum Beispiel im Science Wing, also im Wissenschaftsflügel. Ich glaube, da sind immer ein paar Stück drin, die kosten aber um die 250 Kronkorken. Auch reisende Händler verkaufen diese für den gleichen Preis, also recht teuer meiner Meinung nach. Dann lieber in Verkaufsautomaten ab und zu reinschauen. Bei Spielern, die verkaufen sie zwischen 50 und 150 Kronkorken. Ja, dann gibt es noch Events wie zum Beispiel gegen die Schallmauer. Da bekommt ihr, glaube ich, als Belohnung zwei volle Fusionskerne. Sind aber alles meiner Meinung nach so wie mit den Events, die nimmt man halt mal mit. Oder wenn man tatsächlich Fusionskerne gerade dringend braucht und wirklich viel Kronkorken hat, kann man die natürlich auch kaufen. So ist es nicht. Ihr seht, es gibt eine große Menge an Möglichkeiten, wie ihr an Fusionskerne kommt. Auch günstige Variante, schnelle Variante, kostenlose Varianten. Und da kommen wir noch zu einem Punkt. Und zwar gibt es bei den kostenlosen Varianten ein Gerät, ein Camp-Gegenstand, der eure Fusionskerne auflädt. Ihr könnt da bis zu 4 Stück reinstecken, verbrauchte, und über Zeit laden die sich auf. Ich habe diesen Camp-Gegenstand leider nicht. Ich besitze diesen nicht. Deswegen kann ich ihn euch auch nicht zeigen. Es hört sich auf jeden Fall richtig gut an, denn ihr braucht ja nur die verbrauchten Fusionskerne, steckt sie rein, wartet eine gewisse Zeit und die sind aufgeladen. Falls jemand diese besitzt, wäre es mir recht, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob der wirklich gut ist und sinnvoll ist, den mal zu kaufen, falls er mal im Atomic Shop ist. Anders kann ich mir nicht vorstellen, den zu ergattern. Einen Bauplan gibt es auf jeden Fall dafür nicht, soweit ich weiß. Gut, ansonsten war es das hier von mir. Euer Rocky Miele. Bis zum nächsten Mal.